Hallo meine lieben Thermi-Freunde. Heute möchte ich mit euch mal Kräutersalz machen und zwar aus dem neuen Buch So genießt Österreich. Das habe ich zwar noch nie gemacht, das Kräutersalz, das probieren wir jetzt einfach mal zusammen aus. Die Zutaten sind eigentlich so die, wo ich sonst auch immer meinem Kräutersalz habe. Ich würde sagen, wir probieren es jetzt einfach zusammen. Als erstes geht man in unseren Mixtopf die Waage. Jetzt 150 Gramm grobes Salz. So. Dann kommen dazu 2 Teelöffel Oregano. Zwei Teelöffel Basilikum. Ups, der war groß. Machen wir nicht mehr so viel drauf. 3 Teelöffel Petersilie getrocknete. Ein Teelöffel Thymian. Ein Teelöffel Rosmarin. Und eine Knoblauchzehe. Das Ganze verkleinern wir jetzt uns, und zwar 5 Sekunden auf der Stufe 8. Aussieht. Ja, für mich ist es jetzt noch zu grob. Ich verkleine es jetzt nochmal. Nochmal 5 Sekunden. Ich mache jetzt gleich auf der Stufe 10. Ja, jetzt auch. Bei uns muss es schön fein sein. Genau, jetzt sieht es schon anders aus. Das fülle ich mir jetzt gleich in so ein leeres Schraubglas. Naja. Schaut mal, so sieht es jetzt aus. Ich würde mich freuen, wenn ihr das mal nachmachen würdet. Es gibt jede Menge, es gibt bestimmt 3 solche Gläser voll. Ihr könnt sie wieder verschenken. Ich finde es immer schön, wenn man was Selbstgemachtes verschenkt. Dann würde ich sagen, das war es heute auch schon mit meinem kleinen, kurzen Videos. Aber ich finde, sowas gehört auch mal dazu, dass man sich mal wieder die Vorräte auffrischt. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Eure Thermi Manu.